Noch immer verdienen Frauen in unserer Gesellschaft durchschnittlich 26% weniger als Männer. Besonders ausgeprägt ist das in den Pflegeberufen. Deswegen solidarisieren wir uns heute in besonderem Maße mit den 6 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen und dort insbesondere mit den Pflegekräften. 85% aller Beschäftigten dort sind weiblich. Und sie haben zwei Probleme. Sie können mit dem wenigen Personal oft die Kranken nicht so pflegen, wie sie das gerne möchten, sind unter Dauerstress und Überforderung und sie verdienen zu wenig, weil nach wie vor ist es so, dass soziale Berufe bei uns unterbewertet sind. Und deswegen machen wir heute überall Aktionen am Internationalen Frauentag für 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern. Und wir machen Aktionen für die deutliche Aufwertung und bessere Bezahlung der sozialen Berufe. Das machen wir hier in Berlin am Alexanderplatz, an verschiedenen Krankenhäusern und machen wir in der ganzen Republik. Wir stehen an der Seite der Frauen für gleiche Löhne, für gleichberechtigte Arbeit.